Ein langes, langes Jahr voller leerer Kinoseele und verschobener Releases liegt hinter uns. Da ist die Vorfreude natürlich riesig, sich endlich mal wieder mit seinen Freunden im Kino zu sehen, wenn zunächst doch vielleicht etwas noch mit Abstand. Dennoch können wir wohl erstmal davon ausgehen, dass der ein oder andere Film es dieses Jahr in die Kinoseele tatsächlich schaffen wird. Und deshalb gehen wir heute einmal die Marvel-Filme für das kommende Jahr 2021 durch. Ich bin Luke, das ist eine neue Folge quasi Select of Nerd Factory, denn es gibt mehr als 5 Filme offensichtlich. Und wenn ihr genauso viel Bock auf neue Filme und Serien habt wie ich, dann lasst mir doch ein Like da und ein Abo, denn über all diese Sachen, die rauskommen, werde ich hier Videos machen. Zu Beginn des Videos will ich ganz kurz nochmal klarstellen, dass wir jetzt im Januar mit Blick auf die weltweite Entwicklung einfach mal auf die Release-Termine vertrauen werden, die wir derzeit haben. Mehr als nur ein Impfstoff ist überall auf dem Weg, also lasst euch irgendwann pieksen, sobald ihr könnt. Umso schneller können wir auch wieder zu einem normalen Alltag mit Kinofilm und Co. zurückkehren. Dementsprechend kann es natürlich jedoch passieren, dass der ein oder andere Film dann doch nochmal verschoben wird. Wir gehen jetzt aber erstmal davon aus, dass die tatsächlich starten werden hier in dieser Liste. Offensichtlich ist das keine Top-Liste, sondern eine chronologische Abfolge, welche Filme dieses Jahr erscheinen werden nach aktuellem Stand. Den Beginn dieser Liste macht ein Film, der offiziell nicht so richtig zum MCU gehört, aber definitiv Verbindungen zu diesem schlägt. Sony's Morbius gibt am 18. März hoffentlich den ersten Film und den Auftakt des Marvel-Jahres. Morbius wird sich um den namensgebenden Helden bzw. Anti-Helden Michael Morbius drehen. Dieser gehört zu den klassischen Figuren rund um Spider-Man, weshalb er seit den 90ern genau wie Venom und Co. zu Sony's Film-Line-Up zählt. Der Film wird uns die Origin-Story des Charakters erzählen. Michael Morbius leidet nämlich seit seiner Kindheit in einer seltenen Blutkrankheit, weshalb er sein gesamtes Leben dafür einsetzt, ein Heilmittel für eben diese zu finden. Als er merkt, dass seine Lebenskräfte aber langsam schwinden, beginnt er mit Elektrizität und Vampirfledermäusen zu experimentieren. Dabei wird er selbst versehentlich zu einem Pseudo-Vampir. Und ja, es gibt natürlich Vampire im Marvel-Universum. Morbius zählt zumindest in den Comics und daher vermutlich dann auch im Film, aber nicht zu diesen. Er besitzt zwar die Vorteile der Vampire, jedoch eben nicht deren Nachteile. Er bildet quasi eine Art Neuheit innerhalb der Vampirstruktur da. Was genau uns in der Handlung dann erwarten könnte des Films, habe ich euch schon in einer Analyse des Trailers erzählt, zu der ihr hier über den Link in der Videobeschreibung oder oben kommt. Dennoch möchte ich noch einmal ganz kurz eine Verbindung zu Spider-Man und dem MCU hier aufgreifen. Denn Morbius wird uns nicht einfach nur als ein Standalone-Film die Entstehung des Charakters zeigen, sondern ohne Frage auch eine größere Rolle im Sony Pictures Universe of Marvel Characters spielen. Das zeigt sich nicht nur durch das Spider-Man-Graffiti im Hintergrund einer Szene des Trailers, sondern vor allem durch die Rückkehr des Spider-Man Homecoming-Bösewichts Vulture. Dieser scheint Morbius für seine Sache rekrutieren zu wollen, die darin bestehen könnte, ein eigenes Team aus Superbösewichten zusammenzustellen, Spider-Man zu jagen und zur Strecke zu bringen. Wir werden es in hoffentlich knapp 3 Monaten dann selbst in Erfahrung bringen können, wenn der Film erscheint. Als nächstes dürfen wir uns dann auf einen Film freuen, der direkt im MCU spielt. Black Widow. Etwas mehr als ein Jahr haben wir jetzt gewartet, um endlich die Vorgeschichte von Natascha Romanoff, aka Black Widow, zu erfahren. Am 7. Mai werden sie und ihre Verbündeten wohl dann auf der großen Leinwand erscheinen. Zeitlich spielt der Film nach unseren aktuellen Informationen nach Civil War und vor Infinity War. Sie wird in dieser Zeit also von General Ross als Kriegsverbrecherin gesucht, weshalb es nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass wir hier und da im Film auch was von Cap, Sam Wilson oder sogar Tony Stark hören oder sehen könnten. Doch nicht nur Scarlett Johansson wird als Ex-KGB-Agentin wieder auf die Leinwand zurückkehren, auch ihre Familie werden wir zum allerersten Mal kennenlernen, wobei das hier nicht unbedingt eine wirkliche genetische Verwandtschaft ist, sondern schlichtweg mit der gemeinsamen Ausbildung derer im KGB zusammenhängt. Darunter unter anderem auch der Red Guardian, der ursprünglich eine sowjetische Version von Captain America war und darstellen sollte. Es gibt also definitiv jede Menge neuen Erklärungsbedarf. Natascha kehrt in Black Widow nämlich zurück nach Russland, da sie hier noch einige offene Rechnungen zu begleichen hat. Ein zentraler Dreh- und Angelpunkt wird wohl der Red Room sein. Der Raum, in welchen die Black Widows ausgebildet werden, beziehungsweise die Anlage, wodurch auch der Familienbezug hier eben herkommen könnte, weil sie wie in einem Kloster sozusagen als Schwestern erzogen wurden. Die Rolle des Bösewichts wird vom Taskmaster eingenommen, ein klassischer Black Widow und Spider-Man Super Soldier Antagonist, der durch seine fotografischen Reflexe die Fähigkeit besitzt, sämtliche Bewegungsabläufe seiner Kontrahenten einfach zu imitieren und zu übernehmen. Welche Rolle der Taskmaster nun einnehmen wird und ob er als Überbleibsel einer alten Hydra-Zelle, als Agent von Ross oder ganz im eigenen Sinne da agiert, das werden wir im Mai erfahren. Wenn ihr eine Trailer-Analyse von mir sehen wollt, werft nach dem Video mal einen Blick in die Videobeschreibung. Auch da haben wir noch einen Link zu der Trailer-Analyse vom Black Widow-Film.
Und in der Wartezeit zwischen den Filmen gibt es natürlich auch einiges zu gucken, denn Marvel versorgt uns das gesamte Jahr über mit neuen Serien. Passend zu jeder Serie wird auch ein limitiertes Shirt in meinen Shirt-Shop kommen, aber auch zu den Filmen. Wenn ihr also passend zum Start von WandaVision jetzt dieses Shirt hier haben möchtet, dann geht jetzt auf merch.nerdfactory.tv oder klickt einfach unten unter dem Video auf das Icon vom Shirt. Das T-Shirt ist nur so lange erhältlich, wie die Serie läuft, also nur 6 Wochen, 8 Wochen, je nachdem, wie viele Folgen die Serie haben wird. Ja, in Venom, Let There Be Carnage, wird nicht nur Venom natürlich offensichtlich wieder zurückkehren, sondern auch der Bösewicht Carnage eingeführt. In seiner menschlichen Form konnten wir diesen bereits im ersten Teil der Mid-Credit-Scene von Venom sehen. Woody Harrelson wird dabei die Rolle des psychopathischen Serienkillers Cletus Cassidy einnehmen, während Tom Hardy als Journalist Eddie Brock seine Verbindung zum Symbionten Venom vertieft, wird Cletus den Part des Gegenspielers einnehmen. Wie genau er aber zu seinem Symbionten kommen wird, ist dann noch nicht ganz klar. Außer dem Gespräch zwischen Eddie und Cletus am Ende von Venom wissen wir in diesem Universum noch nichts über diesen Film, nur über eben den Comic-Charakter Carnage. Dieser tötet aus reiner Mordlust und ist so ziemlich der Inbegriff vom blutigen Chaos, vom Carnage eben. In den Comics werden meist Spider-Man und Venom benötigt, um diese völlig unkontrollierbare Bestie gemeinsam zu besiegen. Wie sich das nun im am 25. Juni erscheinenden Film abspielen wird, das steht noch in den Sternen, aber ich habe da so ein Gefühl, dass der Herr Holland vielleicht auch mal vorbeischaut. Aktuell können wir aber nur auf den baldigen Trailer hoffen und in der Liste mit dem nächsten Film jetzt fortfahren. Wenn ihr mehr über Carnage wissen wollt, auch darüber habe ich schon mal ein Video gemacht. Am 9. Juli geht es dann zurück ins MCU mit einem Film, der uns einen völlig neuen Charakter und gleichzeitig eine bereits altbekannte Organisation zurückbringt, die viele von euch vielleicht sogar schon vergessen haben, denn sie stand im allerersten MCU-Film im Mittelpunkt. Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings lautet der Sommerfilm des MCU und wird uns den namensgebenden Shang-Chi vorstellen. In den Comics wurde er von seinem Vater höchstpersönlich in diversen Kampfkünsten und zu einem tödlichen Assassinen ausgebildet. Nachdem er jedoch realisiert, dass sein Vater, der ganz nebenbei übrigens ein uralter, unsterblicher Zauberer war, eigentlich böse war, täuschte er nach seinem ersten Auftrag den eigenen Tod vor und begann dann gegen seinen Papa vorzugehen. Über die Jahre arbeitete er dann mit Black Widow, Daredevil, Steve Rogers und Spider-Man zusammen und schloss sich schließlich auch dann den Avengers an. Durchaus bekannt für uns werden in diesem Film aber ohne Frage die Bösewichte sein. Denn bei den Ten Rings handelt es sich eben genau um die Terroristenorganisation, die Tony Stark im allerersten MCU-Film entführte. Und auch ihr Anführer ist uns zumindest theoretisch kein Unbekannter. Denn nachdem sich der Mandarin im dritten Iron Man als nur ein Schauspieler und eine Puppe herausstellte, werden wir in Shang-Chi jetzt wohl den echten mysteriösen Drahtzieher der Ten Rings kennenlernen. Es bleibt nur zu hoffen, dass wir bald ein paar mehr Infos zu diesem Film bekommen, sowie vielleicht einen Trailer. Am 5. November wird es dann mit The Eternals wieder etwas spaciger. Bei denen wissen wir dann auch, dass es sich um eine direkte Fortsetzung von Avengers Endgame handeln wird und muss. Bei den anderen ist uns das doch nicht ganz klar. Die namensgebenden Eternals sind nämlich, nachdem sie mehrere Jahrtausende lang unerkannt auf der Erde gelebt haben, durch die Ereignisse aus Endgame dann dazu gezwungen, aus den Schatten zu treten und sich gegen ihre größten Feinde zu vereinen. Die Deviants. Als Thanos, der olle Titan, damit gedroht hat, das halbe Leben im Universum auszulöschen, beziehungsweise das getan hat, war das offenbar noch nicht genug für die Helden, diese Vernunft quasi zu fassen und vorzugehen. Oder sie sind einfach nicht gegen ihn vorgegangen, weil es sich bei ihm eben ebenfalls um einen Eternal handelte. Ganz richtig, Thanos, The Mad Titan, war eigentlich einer der Eternals. Und er war der einzig Bekannte, der unter dem Deviant-Syndrom litt, was ihn in ein hässliches Rosinenwesen verwandelt. Aber wer oder was sind denn die Eternals überhaupt? Ganz kurz erklärt, haben sowohl Menschen als auch Eternals und Deviants den gleichen Ursprung, nämlich den Urmenschen auf der Erde. Als die Celestials das erste Mal die Erde besuchten und sahen, wie sich das Leben dort entwickelte, veränderten sie die Gene einiger ausgewählter Individuen und daraus gingen dann normale Menschen wie wir hervor, die gottgleichen Eternals sowie eben die sehr instabilen und sehr große Varianz habenden Deviants. Die Eternals gleichen äußerlich den Menschen, sind jedoch enorm mächtig. Sie können kosmische Strahlen aus Händen und Augen schießen, fliegen und sind außerdem nahezu unsterblich. Die Deviants sind ebenfalls ziemlich mächtig, jedoch
gleicht kein Deviant dem anderen und sie sehen aus wie Scheiße. Sie sind eher hässliche Wesen und sehen einfach ziemlich wild aus. Deshalb konnten sie auch nicht einfach unentdeckt unter den Menschen leben, so wie die Eternals, sondern mussten sich in den Untergrund zurück. Die Eternals lebten, wie gesagt, unentdeckt auf der Erde. Einige von ihnen reisten jedoch nach Titan, gründeten dort eine eigene Zivilisation, aus welcher dann schließlich Thanos hervorging. In den Comics wohl bemerkt, all das, was ich gerade erzähle. Wieso die Deviants jetzt aber plötzlich ein Auge auf die Erde geworfen haben, ob sie Thanos vielleicht als Märtyrer sehen, das sehen wir hoffentlich Ende des Jahres. Wenn ihr mehr über Eternals und Deviants erfahren wollt, könnt ihr das sicher euch schon denken. Ja, ich habe da schon mal ein Video zu gemacht, das findet ihr auch da und dort und überall. Und zum Abschluss des Jahres gibt es dann noch einen absoluten Publikumsliebling. Am 17. Dezember schwingt sich nämlich Tom Holland im dritten noch unbetitelten Spider-Man-Film zurück auf die Leinwand. Mehr wissen wir nicht über den Film. Tatsächlich, mehr Informationen gibt es nicht. Bisher können wir nur anhand der eingeplanten Schauspieler und des Endes von Far From Home grob mutmaßen, was Tom Hollands dritter Spider-Man so für uns bereithält. So werden wir definitiv nicht nur ihn als Spider-Man wiedersehen, sondern auch Benedict Cumberbatch als Dr. Stephen Strange und neuer Mentor von Peter Parker kommt zurück. Nicht nur die aktuellen Charaktere werden wohl wiedergesehen, sondern auch etwas ältere. So kehren Jamie Foxx als Elektro und Alfred Molina als Dr. Octopus definitiv zurück. Und hier hört es nicht auf, denn Spider-Man-Fans haben mit den Ohren geschlackert, als Kirsten Dunst auch in der Rolle von MJ und Andrew Garfield möglicherweise als anderer Spider-Man angekündigt. Gerüchte um Tobey Maguire existieren ebenfalls schon eine ganze Weile und beim bisherigen Cast, der wohl immer noch mit ein bisschen Abstand zu genießen ist, aber sehr wahrscheinlich ist, sehen wir, dass es wohl in eine Multiversen-Story geht. Wie aber jetzt diese ganzen Charaktere sinnvoll in den Film eingeführt werden und können und das dann alles in der Einführung von Miles Morales vielleicht als Spider-Man gipfeln könnte, habe ich natürlich auch schon in einem Video zusammengefasst. Generell alles Spekulation, auch das Casting der Schauspieler, komplette Spekulation, das sind Gerüchte, das ist noch nicht bestätigt. Und dann wären wir an Marvel-Filmen für dieses Jahr technisch gesehen schon durch, zumindest alles so, wie es momentan aussieht und eben nicht ein neues Corona-Mutationsversionchen dazukommt, was alles wieder kaputt haut, was ja aktuell auch schon leider wieder der Fall ist. Aber die Impfung sollte trotzdem funktionieren, wenn wir es hinkriegen, uns rechtzeitig impfen zu lassen und die Regierungen der Welt vor allem es schaffen, den Impfstoff schnell genug bereitzustellen für alle, dann spätestens ab Sommer können wir vielleicht ein paar Filme sehen. Ansonsten gibt es natürlich auch die Alternativen, dass Filme gleichzeitig im Streaming rauskommen oder nur im Streaming rauskommen. Ob das gut funktioniert oder nicht, ob das den Hype aufbauen wird, wie es die Kino-Releases machen würden oder nicht, das wird sich zeigen. Die Welt ist komplett anders seit letztem Jahr und wir werden uns anpassen, so wie Menschen das schon immer gemacht haben und wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Die Marvel-Filme werden deshalb nicht schlechter. Und ich freue mich auf jeden Fall, sie zu sehen, egal ob es auf meinem Fernseher ist oder im Kino. Das war's aber schon mit diesem Video. Wenn ihr wissen wollt, was für Serien rauskommen, kommt am Freitag zum Start von WandaVision auch nochmal eine Top-Liste, wo ich darüber rede, welche Marvel-Serien wann dieses Jahr erscheinen. Bei denen können wir uns zumindest darauf verlassen, dass sie dann auch kommen. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Rinjahauen.